Der Klett-Cotta-Block ist in der Geiststraße in Stuttgart. Neben mir sitzt Daniel Pascal Zorn. Guten Tag, Herr Zorn. Guten Tag, hallo. Sie haben ein Buch geschrieben, Logik für Demokraten. Angesichts des Erstarkens der Rechtspopulisten wie die AfD möchten Sie Demokraten stärken bei uns für den Dialog und sie von neuem fit machen. Logik für Demokraten heißt der Titel Ihres Buches, das jüngst bei Klett-Cotta erschienen ist. Das einmal zeigen. Sie verstehen, das ist eine Anleitung. Wozu? Eine Anleitung, eigentlich erstmal wieder miteinander vernünftig ins Gespräch zu kommen. Das ist die kurze Antwort. Die längere Antwort wäre eine Anleitung, erstmal Fehlschlüsse bei jemandem zu erkennen, der sie verwendet. Was nicht bedeutet, dass eine Position sie per se immer verwendet, aber auch Fehlschlüsse bei sich selber erkennen zu können und darin eben im Argumentieren ein bisschen besser zu werden. Und damit kann man Menschen herausfordern, die sonst immer nur mit diesen Fehlschlüssen versuchen zu überzeugen. Wie lautet Ihre Diagnose, wenn Sie die Qualität des demokratischen Diskurses in der Bundesrepublik beobachten? Oh, das ist schwierig, aber ich würde sagen, bis jetzt haben wir eigentlich einen ziemlich gut funktionierenden pluralistischen Diskurs. Da gibt es ein paar Meinungen, die sich ziemlich stark durchgesetzt haben auf allen Seiten. Und es gibt Positionen, die behaupten, dass es nur noch diese Meinungen gibt. Und das Beste, was man dagegen tun kann, ist eben sich nicht einem dieser Lager zuzuordnen, sondern mit diesen Argumenten umzugehen und zu fragen, wie kannst du das begründen, wie kannst du rechtfertigen, was du behauptest. Sie sind Philosoph und Sie haben durch die Anwendung von Facebook, also sozialen Netzwerk, ich will keine Werbung dafür machen, sondern soziale Netzwerk, sind Sie auf die Idee Ihres Buches gekommen. Wie haben Sie das gemacht? Also auf Facebook habe ich insbesondere einfach mit den Menschen diskutiert, so wie Sokrates auf der Agora auch. Und ich habe mich dabei beobachtet und habe geguckt, was funktioniert nicht, was funktioniert in welcher Situation, was funktioniert mit wem. Und aus dieser Übung heraus eben bestimmte Beobachtungen und Überlegungen gezogen. Kann man auf Facebook richtig diskutieren? Ja, man kann auf Facebook sehr hervorragend diskutieren. Wenn man das richtig macht, kann man da eine echt schöne Diskussion auch führen. Diese Kommentaranordnung, die auch Unterkommentare zulässt, ermöglicht ganz tolle Debatten. Aber man kann sich auf Facebook eben auch jederzeit ständig immer nur im selben bewegen und sich gegenseitig Beleidigungen an den Kopf werfen. Wie in jeder Rede geht beides. Auf dem Klappentext Ihres Buches steht, Demokratie verpflichtet uns alle. Offen sein, zuhören, argumentieren. Reicht das? Also ich würde nie behaupten, dass es reicht. Ich würde einfach sagen, ohne diese Fertigkeiten, ohne das, was Sie gerade da vorgetragen haben, also offen sein, zuhören, argumentieren, funktioniert keine Demokratie. Also es ist nicht der Anspruch, dass das reicht, sondern dass, wenn wir das verlieren, wir eben das, worin wir leben, auf eine Art und Weise möglicherweise verändern, die uns dann nicht mehr gefällt. Sie beklagen die deutsche Debattenkultur. Ich zitiere, die lang ersehnte Repolitisierung der Gesellschaft verkommt zum geistigen Schubladenkampf, heißt es auf Seite 10. Soweit die Diagnose. Welche Hilfsmittel möchten Sie Demokraten bei uns an die Hand geben? Naja, vielleicht erstmal darüber nachzudenken, ob es so klug ist, immer nur von einer Position aus zu sprechen, von der man ausgeht, dass sie immer schon richtig ist. Ich glaube, dass Demokratie insbesondere bedeutet, auch andere Sichtweisen zuzulassen, auch wenn man nicht mit ihnen übereinstimmt und dass man sich kritisch mit ihnen auseinandersetzt. Das bedeutet aber auch, dass man anerkennt, dass andere diese Positionen haben können und ob sie sie mit guten Gründen haben oder nicht, das müsste man dann eben prüfen. Das ist sozusagen das, was ich eigentlich an die Hand geben möchte in diesem Buch. Warum sollte man in der griechischen Geschichte ein bisschen bewandert sein? Ich glaube, weil die griechische Geschichte uns Beispiele dafür gibt, wie Diskurse sich verändern können, wenn es zu wenige Menschen gibt, die sich mit ihnen kritisch auseinandersetzen. Also Platon, der diese Dialoge mit Sokrates geschrieben hat, schreibt es ja in einer Situation, in der die öffentliche Debatte in Athen stark geprägt ist von einer Rhetorik oder von Rhetorik und eventuell schon im Niedergang der Demokratie. Und entsprechend können wir daraus lernen, was dort diskutiert wird, dass wir es dieses Mal vielleicht besser machen. Welche Vorteile bekommt der Leser mit Ihrem Buch, wenn ein Philosoph wie Sie und kein Politikwissenschaftler sich über unsere Debattenkultur äußert? Das, was immer passiert, wenn Philosophen über etwas äußern, einen ganz anderen Blickwinkel, eine ganz andere Perspektive und eine Verschiebung des eigenen Denkrahmens.
Sie schreiben viel über populistisches Denken. Reichen Ihre Handwerkzeuge aus, um Sie zu entlarven? Das käme auf den Versuch an, oder? Ja, können Sie ein Beispiel nennen? Ja, also wenn Sie versuchen, populistisches Denken, was wollen Sie denn entlarven? Also wenn Sie entlarven wollen, dann müssen Sie ja jemandem die Maske herunterreißen. Ich würde es anders sagen. Ich würde sagen, populistisches Denken verwendet bestimmte Argumentationsfiguren und bei denen können Sie zeigen, dass sie funktionieren oder auch nicht funktionieren. Und dann verliert eben auch das, was wir als Populismus so fürchten, seine Wucht, weil es eben darin erwiesen ist, dass es nicht überzeugen kann, wenn es darin erwiesen ist. Vielen Dank. Gerne.